Herzlich willkommen in Delhi. Das ist die Hauptstadt von Indien und gleichzeitig der Ausgangspunkt für sämtliche Rundreisen durch Indien. Hinter mir sieht man das Rote Tor, das ist einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Selbstverständlich gibt es auch noch andere Highlights von New Delhi, die wir uns anschauen werden, aber jetzt gehen wir mal durch das Rote Tor. Was ganz außergewöhnlich ist, aber hier in Indien zählt es zum Alltag, ist, dass man sich auf der Straße einfach die Ohren putzen lassen kann. Und man sieht das hier, also er hat wirklich das, also ein Stäbchen und fährt damit ganz tief in die Ohren hinein. Ich habe so etwas noch nie gesehen, dass man das auf der Straße machen lassen kann. Was ich immer schon mal machen wollte, und hier in Indien ist es sehr verleitend, sich die Haare zu schneiden und sich auch rasieren zu lassen. Ich werde es jetzt ganz einfach probieren. Schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, fühlt sich recht gut an. Hat, glaube ich, Praxis. Ja, bis jetzt läuft alles noch nach Plan. Fertig ist uns das Kunstwerk. Es hat etwa eine Viertelstunde gedauert. Zwei große Unterschiede zu Österreich. Erstens, ich finde hier jetzt keinen Föhn. Das ist aber bei dieser Temperatur gar nicht notwendig. Und das Ganze für 40 Cent. Lasst auch den Föhn vergessen. Dankeschön, meinem Friseur. Und wir gehen jetzt weiter auf Erkundungstour. Schaf oder Fahrt, alles, ja? Das ist typisch in die Stadt. Hast du da jetzt so ein scharfes Reis? Ja, schmeckt wirklich sehr. Schmeckt würzig. Gut. Isst man zum Tee. Das Fort, das wurde gebaut von Shah Jahan in 1650.
aus Urdesandstein. Ja? Und in diesem Fort hat Shah Jahan gelebt mit seinen Armen. Wenn die Engländer hier waren, sie haben 80% das Fort kaputt gemacht und 20% bleibt. Ja? So, hier sieht man die Kasernen von England. Unvergesslich für die ganze Welt und ganz speziell für Indien bleibt die schillernde Person Mahatma Gandhi, welche 1948 tragisch hier in Delhi ermordet wurde. Hinter mir sieht man die Gedenkstätte mit dem ewig brennenden Licht als Symbol, dass man immer wieder an ihn natürlich denkt. Go out and cough. Sehen Sie? Sie gibt. Nochmal, ja. Ein oder Foto. Extrem beeindruckend und mörderheiß. Wir haben viele Kriege gemacht und bitte verlassen dieses Land nicht so einfach. Versuchen Sie, die Atmosphäre dieses Landes zu verbessern. In der Mitte, die Sie sehen, das ist ein Symbol. So, Shah Jahan später eine Taj Mahal für seine Frau gebaut. Ja? Aber die Idee für Taj Mahal haben Sie von hier genommen. Ja? Das ist das Vorbild, aber das Vorbild von Taj Mahal. Ganz, ganz aus weißem Marmor. Ja. Das wurde gebaut von 1576. Diese Gebäude, Totes Anstein und Weiße Mauer. Das ist dein Vorbild von Tatmahal. Hier steht es nun also: eines der neuen sieben Weltwunder, das Taj Mahal. Erbaut aus prachtvollen weißen Marmor, ein Denkmal der wahren Liebe. Die Baumeister haben erst den Grab gebaut, Hohhof und am Ende dieses Tor.
beide Plätze darstellen, werden wir in diese zwei Nebengebäude eingeladen, zum Eingang. Und अब तो लाइन ले है यार टिकटों तो ले है यार तो फिर आप कुछ ना है तो क्या कर बोलो Jahren aus rotem Sandstein bauen lassen. 8 Jahre. Danach sein Sohn Jahangir, der 4. Mughal-Kaiser. Danach sein Enkel Shahjahan, Erbauer des Taj Mahal. Und von weit dieser Palast sieht aus Marmor aus. Aber das ist kein Marmor geworden, von der Links und rechts von diesem Palast gibt es zwei. Und dann links in der Ecke mit dem goldenen Kuppel, der Palast heißt Jasmin Blum, nach dem Namen von Jasmin Blum. Und diese Räume hier, die waren für die Haremsfrauen. Und die Ul haben im Harem 600, 700 Frauen gehabt. Aber von denen für die Frauen gab es immer Eunuchen als Wächter. Und dieser Garten heißt hier. Und der Kaiser von seinem Sohn, der links hier in diesem Raum gefangen gehalten, der saß nur nach links draußen, nicht mit allen Konkubinen treffen. Eine Blume hat mehr als 100 kleine Stückchen. Und dann Shahjahan wurde später von seinem Sohn hier gefangen. रिकॉर्डिंग है Thank you.
Palas ist Gelehrten und Weisen vornehmlich über die Religion. Mhm. Er hat hier buddhistische Mönche, Hindu, Brahmanen, christliche Bischöfe. Herzlich willkommen in Agra. Ich befinde mich heute in einer der interessantesten und wichtigsten Städte in Indien, speziell für Sehenswürdigkeiten und den touristischen Bereich. Vormittags haben wir das Agra vorbesucht und jetzt gerade sind wir in Fatehpur Sikri. Das ist die verlassene Stadt. Es ist extremst heiß. Es hat sicherlich an die 45 Grad hier im Schatten. Es sind auch wenig Leute da, aber es ist extrem beeindruckend. Und ja, wir freuen uns noch auf weitere schöne Tage in Indien. Jetzt mal auf den Rundgang hier und nachher auf ein kühles Wasser und Aircondition vom